Hi, ich bin Dr. Maximilian Mees. Ich mache meine Ausbildung zum Facharzt hier in der Neurologie vom KMG-Klinikum Güstrow. Und wir wollen euch heute zeigen, warum es sich auch für euch lohnt, hier die Facharztausbildung oder Formulatur oder PJ zu machen. Kommt mal mit! Ja, hier sind wir auf der neurologischen Stroke Unit. Das ist gerade für junge Ärzte eine spannende Station, weil hier viel Akutneurologie, die Behandlung von frischen Schlaganfällen stattfindet, wo man auch mit einem großen Team aus Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden arbeitet und auch engmaschig von den Oberärzten sozusagen angeleitet wird. Und ja, das ist sehr spannend und sehr aufregend gerade am Anfang. Mit dem Drehen, das war sozusagen nicht auffällig, das war in Ordnung bei beiden Seiten. Okay. Ja, zum einen ist die Neurologie an sich ein ganz spannendes Fach, denn wir begeben uns ja oft wie Detektive auf die Suche nach der richtigen Diagnose und dafür brauchen wir Patientenkontakt, auch in der Ausbildung. Und diesen Patientenkontakt haben wir hier in Güstrow, denn Güstrow ist ein Krankenhaus, das ist so groß, dass wir viele verschiedene Fachabteilungen haben, die wir auch für die Ausbildung dringend brauchen. Es ist aber gerade so groß, dass wir uns alle noch persönlich kennen und das ist für die Ausbildung auch ganz wichtig, denn wir haben einen ganz engen Kontakt mit den benachbarten Fachabteilungen und können uns so auch während der Ausbildung immer auch unser Wissen, was wir nicht nur aus der Neurologie beziehen, sondern auch aus den benachbarten Abteilungen einfach hinzuholen. Mein Name ist Tim Jürgens, ich bin Facharzt für Neurologie und leite die Klinik für Neurologie mit angeschlossener Stroke Unit am KMG-Klinikum in Güstrow. Ja, hier sind wir auf der neurologischen Frührehabilitation bei einem Patienten, der gerade eine logopädische Behandlung bekommt, weil er einen starken Schlaganfall hat, der ihm Probleme mit dem Schlucken macht. Und da ist die Logopädie ganz, ganz wichtig, dass die engmaschig und regelmäßig stattfindet. Zum einen lernen Sie die neurologischen Krankheitsbilder, die Sie im Akutbereich kennengelernt haben, weiter zu verfolgen, auch zu sehen, wie sich gewisse Defizite wieder zurückbilden können, was Therapeuten und Ärzte machen, damit sie sich zurückbilden. Und Sie lernen insbesondere, wie wichtig Teamarbeit im Bereich des Krankenhauses auch sein kann oder sein muss. Mein Name ist Heike Mach. Ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Sozialmedizin und Rehabilitationswesen und Chefärztin der Klinik für neurologische Frührehabilitation am KMG-Klinikum in Güstrow. So, jetzt stehen wir hier vor der Notaufnahme des KMG-Klinikum Güstrow, wo die akuten Patienten, also auch Schlaganfallpatienten zum Beispiel, entweder luft- oder bodengebunden zu uns kommen und wo dann engmaschig mit allen anderen Fachrichtungen zusammen die Akutdiagnostik stattfindet. Der Oberarzt zeigt mir gerade, wie man Ultraschalluntersuchung von den Halsgefäßen macht. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man viel üben und ja, wenn man viel übt und einen guten Lehrer hat, dann kann man das irgendwann, was hier der Fall ist. Jetzt sind wir hier in der Elektrophysiologie im sogenannten Labor. Der Oberarzt macht jetzt gerade bei einer Kollegin eine Neurographie und die haben wir sogar mal Zeit, auch, dass wir das an uns lernen und selber auch mal merken, wie das ist. Und deshalb würde ich da jetzt auch mal zugucken und bin mal ganz still. Das ist der große Vorteil von Güstrow. Hier sind Sie nicht einer unter 100, sondern Sie sind hier der eine, um den wir uns kümmern. Uns ist ganz wichtig, dass wir in einem 1:1-Teaching unser Wissen vermitteln und dass wir Ihnen ganz früh Hands-on-Fertigkeiten vermitteln, die Sie dann auch im Alltag einsetzen können. Also ich fühle mich für die Facharztprüfung gut vorbereitet, weil man hier in der Neurologie im KMG-Klinikum Güstrow so gut wie alles sieht. Also alle Erkrankungsbilder der Neurologie und ich glaube, das ist das beste Rüstzeug, was man haben kann, um ein guter Facharzt zu werden und auch um die Facharztprüfung dann natürlich zu bestehen.
Und dadurch, dass es auch ein Haus ist, was alle Fachrichtungen hat, es ist ein mittelgroßes Haus, das heißt, es ist auch übersichtlich und dadurch ist auch nicht nur in der Neurologie, sondern auch zu den anderen Fächern ist ein kurzer Draht, also man kann vieles auf einem kurzen Dienstweg sozusagen besprechen und kriegt da auch Hilfe. Und das, also die Kollegialität hier wird sehr groß geschrieben und das ist gerade auch als Berufsanfänger, wo man noch nicht die Sicherheit haben kann, natürlicherweise, was total wichtig ist und was einem dann auch den Einstieg in den Beruf oder wenn man es dann noch Medizinstudent ist, dann ins Weiterkommen im Medizinstudium gibt.